Wir besprechen heute im Interview mit Ex-Ministerpräsident Roland Koch, ist die neue Rentenrevolution wirklich eine gute Idee? So lange hält die Ampelregierung noch durch und warum wir in Deutschland bei einigen Technologien und Know-how überraschend stark sind und uns das tatsächlich wieder nach vorne bringen kann. Alles das gibt's heute im neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kopotsch, Leitung Digital bei Börse Online. Und wenn dir das Video gefällt, dann lass doch einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und schreib mal in die Kommentare, was du von der Rentenrevolution hältst. Ja, denn heute sind wir mit einem sehr spannenden Gast zurück bei Börse Online. Roland Koch ist ehemaliger Ministerpräsident in Hessen. Ihr kennt ihn sicherlich alle und er ist heute noch in zahlreichen Funktionen tätig, unter anderem als Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Hallo Herr Koch, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, ich grüße Sie. Ja, wir haben viele spannende Themen, möchte gerade mit was Aktuellem einsteigen, denn gerade gestern hat die Bundesregierung eine sogenannte Rentenrevolution vorgestellt, bei der ja, die Haltelinien halten sollen, also das Renteneintrittsalter soll bleiben, das Rentenniveau soll bleiben, aber die Beiträge sollen steigen, die sollen ein bisschen abgefedert werden durch das sogenannte Generationenkapital. Wie haben Sie diese neuen Vorschläge aufgenommen? Also ich sehe das als eine sehr schwierige Mixtur an, indem man das aber auch nicht mit einem Satz sagen kann, alles richtig oder alles falsch. Der Einstieg in eine Kapitaldeckung, selbst wenn er eine überschaubare Größenordnung hier nur hat, ist ganz zweifellos ein richtiger Schritt. Die Aufgabe des demografischen Faktors, die damit ebenfalls beschlossen wird und zu kurzfristig höheren Rentenauszahlungen in den nächsten Jahren führen wird, ist aus meiner Sicht ein grober Fehler. Wir können mit dem, was an Kapitaldeckung in Deutschland noch möglich ist, jedenfalls in der Form, wie sie derzeit angegangen wird, die grundsätzlichen Probleme nicht ausreichend lösen. Das wird einen Beitrag leisten, hoffentlich. Auch wo dieses Geld liegt, ist ein Problem, können wir vielleicht drauf kommen. Aber die Tatsache, dass da maximal im Jahr 2035 folgende 0,5% des Rentenbeitrages mit kompensiert werden kann oder noch polemischer die Rentenauszahlungen für eine Woche daraus gezahlt werden können, zeigt, das ist ein Schritt, der für Vertrauensbildung in Kapitaldeckung notwendig ist. Aber er rechtfertigt nicht den Verzicht auf all die anderen Maßnahmen. Und die anderen Maßnahmen sind letzten Endes immer damit verbunden, dass die Zahl derjenigen, die arbeiten im Vergleich zu denjenigen, die Rentenzahlungen erlangen, sich verändern muss. Das bedeutet, zu sagen, man wolle die Altersgrenze von 67 gar nicht mehr zur Disposition stellen auf Jahrzehnte, ist unehrlich. Das wird nicht zu halten sein. Das wird sich die junge Generation auch nicht gefallen lassen. Es wäre viel besser, einen Faktor zu haben, der mit der Entwicklung der durchschnittlichen Lebenszeit sich auch in Zukunft ein Stück dynamisch entwickelt. Die Tatsache, dass die Renten jetzt ohne demografischen Faktor, also ohne Rücksichtnahme darauf, dass die Generation, die jetzt Rente bekommt, Anführungszeichen zu wenig Kinder bekommen hat, einfach in den normalen Produktivitäts- und Lohnentwicklungen eingegliedert wird, ist kurzsichtig. Allein das kostet ab 35 um mehr als 30 Milliarden pro Jahr. Zusätzlich zu bisherigen Planungen, das ist eine Belastung, die nicht zu ertragen ist auf die Dauer. Das heißt, diese Revolution ist keine Revolution. Sie ist ein Versuch der Regierung, sozusagen den Menschen mitzuteilen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Es würde schon alles laufen. Aber es ist leider Gottes eine Rechnung, die so nicht aufgeht. Mhm. Ja, was mich, ich meine jetzt in meiner Position, bin 30, da schon dann etwas betroffen gemacht hat, ist halt, dass ja die Rentenbeiträge dann schon saftig steigen werden in den nächsten Jahren. Also bis 2035, wenn ich es richtig verstanden habe, auf 22,3% von jetzt 18,6. Da fehlt ja dann auch wieder etwas Geld, was ich selbst dann nicht für die Vorsorge anlegen kann und muss dann darauf hoffen, dass ich dann trotzdem irgendwann dieses Geld dann in der Rente wiederbekomme. An und für sich fand ich es gut, dass ein Kapitalverfahren eingeführt wird, aber Sie sagten, das Problem ist das noch, wo dieses Geld angelegt wird. Was meinten Sie damit genau? Also um diese Frage zunächst zu beantworten, in der Tat ist ja das Problem für jeden Staat und immer, dass er in ungeplante neue Herausforderungen kommt, für die er eigentlich nicht genug Geld hat
und dann wieder auf die Töpfe zugreift, die er sich irgendwann mal als Reserven angespart hat. Das ist die alte Modellierung des Hundes mit dem Wurstvorrat. Sehr schwer für den Staat, objektiv sehr schwer. Mhm. Und deshalb sehen wir ja auch, dass jetzt etwa bei der CO2-Abgabe am Ende die Beteiligten das Geld ausgeplant haben, ohne dass sie noch an das Klimageld gedacht haben, das eigentlich eine der wesentlichen Motivationen einer sozial gerechten Umwelttransformation war. Und hier ist das Geld eben auch weiterhin Staatsgeld, wird am Ende 200 Milliarden Staatsgeld sein, zwar von einem unabhängigen Fonds verwaltet oder einem nahezu unabhängigen Fonds verwaltet, aber es bleibt Staatsgeld. Mhm. Übrigens aus einem einfachen Grund, wäre es nicht Staatsgeld, müsste es auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Mhm. Da die Regierung aber auf jeden Fall vermeiden will, dass es auf die Schuldenbremse angerechnet wird, wird es eben nicht meinem individuellen oder ihrem individuellen Rentenkonto zugeschieden. Dann wäre es eine unverfallbare Anwartschaft, wie das Rentenansprüche auch heute sind. Aber dann wäre es eben sozusagen eine Staatsausgabe. Und jetzt wird es nicht Ihrem Rentenkonto zugenommen, es ist nicht unverfallbar und es ist deshalb auch im Augenblick keine Staatsausgabe, sondern nur eine interne Staatshaushaltsbuchung. Auf die in Ihrer Situation zu hoffen, dass sie in 20 Jahren noch hält, ist eine weitere durchaus mutige Entscheidung. Und natürlich haben Sie auch recht, die Frage der unmittelbaren individuellen Belastung wird durch diese Maßnahme weiter Druck aufnehmen. Es gab ja mal in der Großen Koalition die Entscheidung, dass die Sozialabgaben insgesamt die 40% nicht übersteigen sollten. Das ist in der jetzigen Regierung aufgehoben worden. Und ist ja klar, wenn Sie sagen, alleine dort bei der Rente steigt das auf einen Betrag, der jenseits der 20% liegt. Dann muss man immer hinzufügen, Alterung hat ja nicht nur Folgen bei der Frage, wie viel Rente ich älteren Menschen auszahle, sondern Alterung hat auch Folgen, die wir heute schon sehen bei der Pflegeversicherung. Mhm. Enormer Beitragsdruck, der dort entsteht und jetzt schon eben von der 3 in Richtung 5% geht. Und selbstverständlich hoffen wir alle, dass das Älterwerden von einer guten Medizin begleitet wird. Und wir hoffen auch, dass Medizin insgesamt noch große Fortschritte macht. Das heißt, es spricht alles dafür, dass auch die Kosten der Gesundheitsvorsorge steigen werden. Wenn man das mal zusammenrechnet, sind wir irgendwann bei 50% Sozialabgaben aus dem gesamten Bruttoarbeitslohn zuzüglich der Steuern, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber für unterschiedliche Dinge noch zu zahlen haben. Das wird eine Größenordnung, in der die Frage der Wettbewerbsfähigkeit auf der einen Seite und die Frage der Attraktivität von Arbeit für den Einzelnen auf der anderen Seite uns weiter in Probleme bringt, anstatt uns dort ein bisschen vielleicht wieder in die Phase zu bringen, dass Arbeit sich lohnt und der Standort attraktiv ist. Mhm. Ja, wir haben auch mit Professor Bernd Raffelhüschen vor 2 Wochen über dieses Thema gesprochen, über die explodierenden Sozialabgaben, auch über das Thema Rente. Wir verlinken das Video unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Herr Koch, eine Nachfrage habe ich dann noch. Sie haben gesagt, dass Sie das gut finden, dass da ein teilkapitalgedecktes Verfahren eingeführt wird. Warum hat zum Beispiel auch die CDU halt in der Vergangenheit das Thema noch nicht früher angeregt? Ja, also, weil keiner der Beteiligten den ausreichenden Mut hatte, die gesellschaftliche Auseinandersetzung, die damit zusammenhängt, einzugehen, was unsere schwedischen Nachbarn zum Beispiel getan haben. Wir haben ja nach wie vor in Deutschland leider Gottes eine Verfemung von Kapitaleinkünften. Oder muss man eigentlich anders anfangen? Das Wichtigste ist, wir wissen aus den letzten 100 Jahren, dass die durchschnittliche Steigerung von Kapitaleinkünften, also ihre Durchschnittsverzinsung über die Jahrzehnte, sehr viel höher und stabil ist im Vergleich zu der Steigerung der Einkünfte aus Lohn. Die Tatsache, dass wir in Deutschland eben keine kapitalgerechte Altersversorgung haben, im Gegensatz zu den Amerikanern, im Gegensatz zu den Norwegern, aber im Gegensatz auch zu den Schweden zum Beispiel, führt eben dazu, dass die Menschen, die kein eigenes großes Kapital haben, sondern zu deren wesentlichen Vermögen ihre Altersversorgungsansprüche gehören, systematisch weniger an der Wachstum, an dem Wohlstand der Welt teilnehmen, als diejenigen, die Kapitaleinkünfte haben. Das ist einfach unfair. Aber die Gewerkschaften in Deutschland sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass das Investieren in Aktienkapital zu riskant sei.
und blockieren es an jeder Ecke. Wir reden jetzt hier über die staatliche Säule, also ob der Staat mit seinen Investitionen die Rentenversicherung stabilisiert mit einem Kapitalstock. Wir haben ja mindestens drei Säulen von Altersversorgung, von der die staatliche Zwangsrente die eine, die betriebliche Altersversorgung die zweite und eine private Möglichkeit zur Altersversorgung zum Ansparen eine dritte ist. Und wir haben ja in der zweiten Säule der betrieblichen Altersversorgung und der dritten Säule sehr massive Anstrengungen über die Jahre unternommen, das zu steigern, die alle letztlich dadurch gehemmt worden sind in ihrer Wirksamkeit, dass die Arbeitnehmer, die formale Arbeitnehmerseite, die Gewerkschaften immer wieder die Risiken mitgebracht. Deshalb ist Riester bei immerhin 16 Millionen Verträgen in Deutschland in einer Situation, dass es total unattraktiv für die meisten der dortigen Vertragspartner ist, viele der Versicherungen auf Halten gestellt worden sind, weil die Garantiezusage über das letzte Jahrzehnt so teuer war, dass für den Betroffenen, der seinen Riester-Sparvertrag hatte, nichts übrig geblieben ist. Diese Garantiementalität frisst eben die Möglichkeiten. Wir haben unter Frau Nahles als Arbeitsministerin ein, wie ich finde, sehr kluges neues Gesetz bekommen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Betrieben Verabredungen treffen können, um jetzt sehr untechnisch gesehen Aktienfonds anzulegen oder zu erwerben, um Kapitaleinkünfte zu haben. Die IG Metall hat auf ihrem letzten Jahreskongress es ausdrücklich abgelehnt, solche Vereinbarungen mit Arbeitgebern zu schließen. Und letztlich ist die Chemieindustrie die einzige in Deutschland, die von dieser Chance bis heute Gebrauch gemacht hat. Das ist eben das Problem, das wir in Deutschland haben. Und da, glaube ich, ist keine Partei sozusagen von Schuld frei. Immer wieder unter dem finanziellen Druck, in dem man steht, nicht den Mut gefunden zu haben, diesen Kapitalmarkt wirklich zu erschließen. Und das schwedische Beispiel ist ein sehr, sehr gutes zu sagen, hätten wir das gemacht, wären wir heute immer noch in Herausforderungen, weil zu wenig Kinder und zu lange Lebenszeit ist ein Problem für Rente, aber in einer deutlich besseren Ausgangsposition, als wir jetzt, wenn Herr Lindner seinen Vorschlag implementiert, sein werden. Und die Summen wären auch sehr viel größer als das, was Herr Lindner jetzt dort investieren kann. Und zwar sowohl aus Haushaltsgründen als auch aus koalitionspolitischen Gründen. Das ist ein Symbol, aus meiner Sicht ein richtiges und ein wichtiges Symbol, aber eben leider Gottes eher ein Symbol als eine grundlegende Lösung des Problems. Ja, Herr Koch, was ich da interessant fand, was ich bei der Recherche gesehen habe, der Leitspruch der Ludwig-Erhard-Stiftung ist: Freiheit und Verantwortung als Fundament einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung für den mündigen Bürger. Also Freiheit und Verantwortung für den mündigen Bürger. Würde ich dazu fragen, sind wir denn aktuell in den aktuellen Zeiten also wirklich noch mündig? Viel wird ja dann doch vom Staat, wie ich finde, vordiktiert in vielen Bereichen. Und wollen die Bürger überhaupt noch so viel Freiheit und Verantwortung, um so komplett für sich selbst einzustehen? Ja, ich glaube, diese beiden Fragen hängen sehr eng miteinander zusammen, weil die formale Antwort darauf, sind wir mündig, die ja zunächst einmal das Recht hat, oder die Voraussetzung hat, dass man das Recht hat, das, was man selber will, laut und deutlich zu sagen. Da ist die Antwort, glaube ich, uneingeschränkt ja. Und es gibt nur wenige Staaten auf der Welt, in der es eine vergleichbare Sicherheit dafür gibt, dass man frei sagen kann, was man denkt und was man will und auch kämpfen kann gegen Initiativen des Staates oder lokaler Verwaltungen oder anderer politischer Positionen. Da ist Deutschland sicherlich nach wie vor auf der relativ sicheren Seite, auch gerade wenn man sieht, dass Demokratien und freiheitliche Lebensformen in den letzten Jahren nicht immer größer geworden sind, sondern wir mal vor 30 Jahren geglaubt haben, Demokratie hätte in der Welt gewonnen. Wir sehen heute, dass das anders ist und dass Diktatoren in einigen hundert Kilometer Entfernung von uns Kriege führen können, um Menschen an der Freiheit zu hindern. Also wir können das, aber auch Menschen sind prinzipiell gesehen keine Roboter und Maschinen, sondern haben Gefühle und Emotionen und Sorgen und haben die für sich selbst jeweils persönliche Herausforderungen. Wie sicher kann ich sein, dass es mir morgen noch gut geht? Das ist eine sehr, sehr legitime Frage. Und Menschen wie ich, diejenigen, die in der Ludwig-Erhard-Stiftung sich engagieren, Ludwig Erhard als unser geistiger
Leitstern einer solchen Diskussion, hat eben in wesentlichen Fragen gesagt, ich lasse es laufen, weil ich weiß, dass wenn ich es laufen lasse, etwas herauskommt, was ich vielleicht nicht genau weiß, aber es ist deutlich besser als das, was jetzt ist. Und heute leben wir in einer relativ sicheren Wohlstand. Wir sind nicht in einer Nachkriegszeit. Menschen geht es insgesamt, selbst wenn sie klagen, immer noch relativ gut. Mhm. Und die Frage, wie viel Risiko sind sie bereit, in Kauf zu nehmen, für sich persönlich? Wie wichtig ist mein Arbeitsplatz, selbst wenn er nicht ganz so gut ist, Hauptsache er ist sicher. Bis hin zu der Frage, traue ich einer Gesellschaft zu, dass sie sich so entwickelt, dass sie mit den modernen Technologien gut zurechtkommt, dass neue Erfindungen mir nicht schaden, sondern nutzen. An all diesen Stellen ist mit zunehmender Informationsmöglichkeit und zunehmendem Wohlstand in Deutschland eine Stimmung eingetreten, in der sehr viele sehr glücklich sind, wenn sich nichts mehr ändert. Und das ist auch eine Gefahr. Das heißt, die Mündigkeit muss man auch nützen wollen. Man sagt ja dann, dass dieser bevormundende, beschützende Staat hat an Attraktivität gewonnen. Und ja, in der Tat, je größer die Unsicherheiten sind, die man um sich herum sieht, wäre es eigentlich umso notwendiger, dynamisch, risikofreudig nach vorne zu gehen, um die Auseinandersetzung zu gewinnen. Aber die Reaktion von sehr vielen Bürgern, und auch das ist nicht ganz unverständlich, ist zunächst einmal in Deckung zu gehen, vorsichtig zu sein, keine zu großen Risiken einzugehen. Und das ist eine Aufgabe eigentlich von politischer Führung, teilweise auch von wirtschaftlicher Führung, aber auch von politischer Führung, Menschen deutlich zu machen, dass sozusagen Stillstand Rückschritt ist und sie ihre aktuelle Situation gefährden, wenn sie nicht bereit sind, auf die nächste Stufe nach vorne zu gehen. Und ich glaube, wir sind mitten in dieser Debatte in Deutschland. Ja, da gab es vorige Woche eine Umfrage vom ZDF Politbarometer, in der 69% der Deutschen gesagt haben, dass sie in diesem Jahr eine wirtschaftliche Verschlechterung erwarten. Fand ich schon, also über zwei Drittel schon ein starkes Stück. Und nur 2% erwarten, dass es dieses Jahr wirtschaftlich besser wird. Und da habe ich mir schon gedacht, das hatten wir letztens auch schon mal in einem Interview, dass mir das zu negativ und zu pessimistisch ist. Also ich bin da schon etwas optimistischer. Wie ordnen Sie das aktuell ein? Sie waren jahrzehntelang in der Politik, waren auch bei Unternehmen oder sitzen immer noch in Aufsichtsräten von Unternehmen, kennen also beide Seiten, die wirtschaftliche, die politische. Wie ordnen Sie das im Moment ein? Also die politische Situation in Deutschland und die wirtschaftliche. Warum machen sich so viele Leute so viele Sorgen? Wir sind aus unterschiedlichsten Gründen in keiner einfachen Zeit. Mhm. Und nicht alles haben wir uns ausgesucht. Die Tatsache, dass wir in einer Welt leben, in der ganz viele Menschen und nicht nur wir in Deutschland sich ein Stück stärker in Sorge um ihre Zukunft befinden und deshalb sich zunächst mal um sich selber kümmern wollen, ist natürlich eine wesentliche Veränderung in dem, was wir Globalisierung genannt haben. Die amerikanischen Bürger, die jetzt da vor einer Präsidentschaftswahl stehen, sind sehr, sehr stark geprägt von dem Eindruck, dass sie in den letzten 20 bis 30 Jahren von der ökonomischen Zukunftsentwicklung nichts oder nicht genug bekommen haben und dass sie eigentlich von dieser Globalisierung sich nicht als Gewinner, sondern als Verlierer betrachten und deshalb der Meinung sind, man sollte die Grenzen ein bisschen mehr zumachen, damit man nicht mehr von dieser Globalisierung so betroffen ist. Das ist aber nicht nur dort so, das ist an vielen Ecken der Welt so. Wir sind aber ein Land, das sehr davon gelebt hat, dass alle anderen ihre Grenzen aufgemacht haben und wir mit der Qualität von Produkten, der Kreativität von Ideen eine Menge Geld damit verdient haben, dass andere Leute unsere Sachen toll fanden. Wenn die Grenzen ein Stück zugehen, ist diese Entwicklung begrenzt nur noch möglich. Und deshalb jenseits aller Kosten, die auch unsere Transformation aus Gründen der Umweltpolitik und des Klimaschutzes hat, die nicht einfach ist, kommen ganz viele Dinge jetzt zusammen, die es für einen Unternehmer prinzipiell schwierig machen. Wir machen das in Deutschland aus meiner Sicht intern, aber auch nicht gut genug. Wir haben eine Regierung, die diese Krise sehr stark mit der Lenkungsentscheidung von Politik beantworten will. Also wenn man sieht, dass wir die meisten Dinge, die wir wirtschaftlich im Augenblick angehen, eigentlich nur noch rechnen können, wenn es einen Staatszuschuss gibt. Ja, Stahlproduktion in Deutschland wird für die nächsten Jahre aus Umweltgründen nur mit Milliarden Subventionen möglich sein. Man will vom Verbrenner auf das Elektroauto, aber man sieht, ohne Staatszuschuss geht gar nichts. Wir müssen eine enorme Summe von Geld dafür investieren, Heizungen an anderer Stelle neu zu bauen. Aber wir nicht nur das, sondern wir bezahlen 10 Milliarden für eine Chipfabrik. Wir zahlen Milliarden von Beträgen für Batteriefabriken. Also das hat nichts mit
Konversion von Umwelt zu tun, sondern mit neuer Hightech. Ich habe gerade in diesen Monaten immer gesehen, selbst die Gaming-Industrie, die also in den Medien, in denen wir hier sind, eine besondere Rolle spielt, da sind wir einer der größten Märkte der Welt. Wir selbst haben nur einen geringen Marktanteil mit Produkten aus Deutschland von 7-8%. Aber diese Industrie sagt, ohne Staatszuschuss können wir nicht wettbewerbsfähig sein. Das heißt, wir haben eine Struktur geschaffen, in der die private Initiative, das eigene Gewinnstreben nicht mehr dazu führt, dass wir wirtschaftlichen Fortschritt generieren. Und das ist ein Regierungsfehler. Das ist nicht Menschen gegeben, sondern das ist regierungsgegeben. Hat etwas mit dieser Frage Mut und Risiko zu tun, ganz zweifellos. Hat aber etwas mit grundlegenden Annahmen zu tun und auch mit der Bereitschaft, sozusagen den Schmerz an die richtige Stelle zu lenken. Also zum Beispiel, die CO2-Abgabe hätte seit längerer Zeit so ausgebaut werden müssen und hätte in diesen Jahren nicht gestoppt werden dürfen, damit eben andere Maßnahmen wirtschaftlich attraktiv werden. Wenn die CO2-Abgabe so gering ist, dass jede Vermeidung von CO2 teurer ist als die CO2-Abgabe, bedeutet das, dass ich alles subventionieren muss, was CO2 verabschiedet, weil die CO2-Abgabe nicht ausreicht. Und dann ist eben nichts wirtschaftlich. Und dann muss der Staat an immer mehr Stellen seinen Subventionstopf aufmachen. Und wenn der Subventionstopf aufgemacht ist, muss der Staat Schulden machen, er muss hohe Steuern haben, die ganzen Fehlwirkungen der Lenkung von Ministerialbeamten nicht wissen, was sie wirklich tun, die Bürokratie, die Langsamkeit von Genehmigungsverfahren, das alles legt sich dann mit lauter kleinen Seilen um den Gulliver Bundesrepublik Deutschland herum und am Ende kann man sich nicht mehr bewegen. Und insofern, wir sind in einer objektiv kritischen Lage. Keine Regierung könnte Deutschland im Augenblick in Sonnenschein führen. Aber wir reagieren auf die großen Herausforderungen, die uns viel Geld kosten werden, nicht nur in der Verteidigung. Wir reagieren darauf ökonomisch nicht gut. Würde die CDU das jetzt in irgendeiner Koalition besser machen? Weil teils sind ja auch Probleme von früher jetzt halt zutage getreten. Also wenn die Ampelregierung sicherlich nicht alles richtig macht, kann sie ja für manche Sachen auch nichts, die sie geerbt hat oder wie Sie jetzt auch gesagt haben, die jetzt halt erst passiert sind. Also ich bin 2010 aus der Politik ausgeschieden. Das ist nun jetzt eine verdammt lange Zeit. Und ich habe kein Recht und auch mir die Absicht nicht mehr für die Partei, die ich ganz sicher auch in Zukunft wählen werde, zu sprechen. Ich glaube aber auch, dass der jetzige Parteivorsitzende Friedrich Merz hinreichend deutlich gemacht hat, dass es keinen Sinn macht, alles zu verteidigen, was man in der Vergangenheit getan hat, obwohl es Deutschland in den letzten 16 Jahren der Regierung Angela Merkel auch nur keineswegs so schlecht gegangen ist. Das wäre ja auch eine falsche Wahrnehmung und eine Anfang von Selbstgeißelung der CDU, die man nicht haben muss. Aber wir haben einen Teil der Entwicklung zu stark in der Bequemlichkeit, die einer Gesellschaft mit Wohlstand nun einmal naheliegt, auch hingenommen und haben Veränderungsgeschwindigkeiten, die immer langsamer geworden sind, nicht früh genug beschleunigt. Ich glaube, das ist etwas, was sich alle Parteien sagen lassen müssen. Die Grundfrage dahinter bleibt aber nicht die Sache, haben die einen da mal die Schraube richtig gedreht oder da, sondern Frau Baerbock hat einmal gesagt, sie glaube, dass man Ziele in der Wirtschaft mit Geboten und Verboten schneller erreichen kann als mit marktwirtschaftlichen Mitteln. Meine Antwort darauf ist, ich bin 100% davon überzeugt, dass das ganz schlicht und ergreifend falsch ist, sondern dass es eine massive Verschwendung von Ressourcen, eine massive Fehlallokation, würden wir ökonomisch sagen, ist, wenn man glaubt, der Staat könne diese Lenkungswirkung erzielen und nicht dem Markt zu vertrauen und dem Markt die richtigen Impulse zu geben. Markt ist nichts, was für sich selbst passiert. Markt bedarf eines starken Staates und starker Rahmenbedingungen, dass dann die beteiligten Einzelnen aus durchaus eigenem auch Ertragsinteresse das Richtige tun. Und dafür steht natürlich nach wie vor die CDU oder steht auch eine FDP. Also diese grundlegende Frage, dass Parteien, die Parteien der Mitte, bürgerlichen Mitte oder wie auch immer genannt werden, dass die davon überzeugt sind, dass letztlich die Freiheit der Einzelnen, wenn man sie mal loslässt, sehr viel mehr konstruktive Dinge bewirken können als die gelenkte Kreativität eines sehr stark von staatlicher Regulierung abhängigen Gesellschaftssystems. An dieser Frage ist, selbst wenn man in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht hat, ist besser, wenn man es in der Zukunft so machen würde, aus meiner Sicht. Und deshalb bleibt auch diese Auseinandersetzung. Und die Frage der künftigen Regierung wird sein, wie frei ist eine künftige Regierung von solchen Planungsvisionen? Wie stark kann eine Regierung sich darauf konzentrieren, wirklich den Menschen die Freiheit zu geben, die sie brauchen?
auch den Gewinn zu geben, den sie brauchen. Natürlich muss man Startups steuerlich günstiger stellen. Natürlich muss man dafür sorgen, dass die überbürokratisierten Genehmigungsverfahren wegfallen. Man muss damit aber auch Risiken eingehen, weil das bedeutet auch, dass mal was schiefgehen kann. Wir wollen, dass kein einziges Auto, das ferngesteuert ist, in Deutschland verunglückt und haben deshalb keine selbstfahrenden Autos. Andere weisen darauf hin, dass die Zahl von Unfällen mit selbstfahrenden Autos wahrscheinlich geringer ist als die, die wir heute haben, wenn wir selber die Autos fahren, und genehmigen es deshalb. Und am Ende ist das Wissen für Roboterautos in Asien und in Amerika und nicht in Deutschland, obwohl wir mehr von Autos verstehen. Das ist ganz, ganz allein unsere Entscheidung, ob wir an diesen Dingen teilnehmen wollen oder nicht. Und an dieser Entscheidung mehr Mut zu haben, mehr Freiheit zu geben, diese Gesellschaft anders aufzustellen, das bedarf einer politischen Änderung. Das ist nicht das Programm der derzeitigen Regierung. Ja, also Ihren Worten entnehme ich, wir bräuchten dann in Deutschland mehr freie Marktwirtschaft, auch mehr Mut, die richtigen Investitionen in Zukunftstechnologien anzugehen. Fällt Ihnen sonst gerade noch ein Punkt ein, also wo man jetzt etwas gegensteuern sollte, damit Deutschland halt wirtschaftlich wieder auf gesunde Beine kommt und sich dann auch mehr wieder einfach leisten kann, weil das Geld erwirtschaftet wird? Also nur, weil ich da sozusagen erhardmäßig ein bisschen geprägt bin, wie ich glaube an eine soziale Marktwirtschaft. Die freie Marktwirtschaft wird ja häufig verfemt unter dem Motto, dann werden die Menschen ausgebeutet und es gibt keinen sozialen Schutz. Und natürlich ist der frühe Kapitalismus auch kein Leitbild, dem ich heute anhängen würde, sondern ich glaube, wir in Deutschland haben mit diesem besonderen Gut der sozialen Marktwirtschaft, das er hat uns mit vielen seiner ihn umgebenden wissenschaftlichen Kollegen und politischen Kollegen ein Gut, das in der Welt immer noch ein Stück unterschätzt wird, das uns auch manche Probleme, die die Amerikaner im Augenblick zum Beispiel haben, die ich beschrieben habe, so nicht beschert, weil wir einen besseren sozialen Ausgleich, eine bessere soziale Balance haben. Und die ist nach wie vor ein nicht nur sehr kostbares Gut, sondern es ist auch ein wirkliche Voraussetzung, in Zukunft wieder attraktiv zu werden, für Menschen auf der Welt mit uns gemeinsam Dinge zu machen oder bei uns im Land Dinge zu machen. Aber wir brauchen einen anderen Zugang zur Technik. Also diese Frage von Risiko ist nicht nur eine Frage von dem marktwirtschaftlichen Verhalten, einfach mal was laufen zu lassen, sondern es ist in der Tat die Frage, dass jemand, der was Neues wagen will, nicht am Anfang sagen kann, wie es ausgeht. Und wenn wir, bevor jemand was beginnen darf, von ihm eine genaue Prüfung wollen, wie es denn ausgeht, dann geht er in ein Land oder auf einen Kontinent, in dem ihm diese Frage so nicht gestellt wird und kommt wieder, wenn es fertig ist, und verkauft uns für teuer Geld das, was er woanders erfunden hat. Und da können wir haben uns aus der Kernkraft verabschiedet, was ja nicht nur bedeutet, dass wir keine Kernkraftwerke mehr haben. Das bedeutet, dass wir diese großen Forschungsanstalten in Karlsruhe, in Jülich, die Creme der Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, die Lehrstühle für Thermodynamik, all das ist verloren gegangen. Wir haben im Augenblick eine Diskussion über künstliche Intelligenz, in der die Amerikaner relativ klar sagen, das ist so eine vielversprechende, aber auch mit Risiken verbundene Technologie, indem wir sicherstellen wollen, dass nichts passiert, ohne dass wir als Staat das wissen und beurteilen können, auch eine Chance haben einzugreifen. Aber macht erst mal. Wir Europäer sagen, wir wollen eine Risikoabschätzung, bevor ihr anfangt, es zu machen. Und das wird Folgen haben. Wir haben uns in einen Datenschutz hineinverlaufen, der dafür sorgt, dass nicht einmal anonymisiert in den letzten 20 Jahren Gesundheitsdaten gesammelt worden sind. Jetzt reden wir über individualisierte Medizin. Die Chinesen und andere auf der Welt haben Daten über all das. Sie werden sie nutzen und werden diese Medizin ein Stück weit beherrschen, ohne dass damit eine Persönlichkeitsverletzung hätte anhand gehen müssen. Wir haben nicht mal eine Chance, einem deutschen Steuerzahler sein Geld zurückzubezahlen, wenn er einen Anspruch dafür hat, weil wir von vielen deutschen Steuerzahlern nicht mal eine Kontonummer kennen. Das ist der zweite Teil. Also der eine Teil ist, das Laufen lassen im ökonomischen Rahmen zu sagen, wenn du das machst, kannst du besonders gut Geld verdienen. Das andere ist aber auch das Vertrauen, dass die technische Entwicklung, die wir über die Jahrzehnte gehabt haben, uns mehr Probleme gelöst hat als geschaffen. Und deshalb auch das Vertrauen, dass wir die Probleme, die wir heute haben, die ja auch in der Frage der Umwelt, aber eben auch in der Frage der Demografie und des Alterns, aber auch in der Frage der internationalen Kommunikation liegen, dass wir diese Probleme mit Beschleunigung von technischer Entwicklung eher lösen können als mit Verlangsamung von technischer Entwicklung.
und dass es Menschen auf der Welt geben wird, die sie mit Beschleunigung lösen. Und es deshalb gar nicht die Frage ist, ob es die Technik am Ende gibt. Das wird nicht alles an Deutschland liegen. Das ist heute auch ganz anders als zu Zeiten, in denen es so wenige gebildete Regionen der Welt gab. Heute wird das Problem gelöst. Die Frage ist, ob es von uns oder anderen gelöst wird, ob wir die Risiken beherrschen oder andere die Risiken beherrschen und ob wir damit Geld verdienen oder andere damit Geld verdienen. Und in dieser Frage sind wir nicht ehrlich zueinander, sondern wir glauben, dass wir eine Welt schaffen könnten, die mit vielen Risikomechanismen so arbeitet, dass das alles gar nicht passiert, weil es so gefährlich ist. In Wahrheit passiert es nur woanders. Wir können es nicht kontrollieren und die anderen verdienen auch noch das Geld. Aber wie ist es dazu gekommen? Haben Sie da eine Idee, warum wollen wir jetzt alles in den letzten Jahren so regulieren und warum fehlt uns da so dann der Sachverstand oder einfach die Logik, wie Sie auch gerade dargelegt haben, dass die Technologie sich dann einfach in anderen Bereichen der Welt durchsetzt oder jetzt auch beim Klimaschutz, das ist ja sicherlich gut gedacht, aber wahrscheinlich schlecht gemacht, also dass dann, was hier eingespart wird, einfach in anderen Ländern dann verkonsumiert wird. Warum sind wir da in manchen Bereichen so engstirnig in Deutschland? Wenn es eine wirklich gute Antwort auf diese Frage gäbe, wäre die Frage nicht so gefährlich und die Konsequenzen daraus. Insofern bin ich da auch zurückhaltend. Ich glaube schon, dass es ein Stück eine Fehleinschätzung über die Macht bezüglich der Nutzung des Wohlstandes ist. Also wenn es jemand relativ gut geht, dann kann er sehr schnell auch dazu kommen zu sagen, jetzt ist mal gut, es reicht. Und aus der deutschen Perspektive kenne ich viele, auch junge Menschen, die sagen, eigentlich reicht's doch. Wir haben sogar Buchautoren, sehr erfolgreich, Ende des Kapitalismus von Frau Herrmann, die uns sagt, also wir sollten mal das GDP halbieren, wir können wieder auf das Jahr 1978 zurückkommen und dann geht's dem Planeten besser und wir leben auch noch. Aus der Sicht von 8 Milliarden der 10 Milliarden Menschen auf der Welt ist das eine völlig absurde These. Weil die sagen, habt ihr mal gesehen, wie wir leben? Ihr seid in gemütlichen, gut beheizten Häusern, fahrt mit dem Auto von A nach B, könnt im Zweifel ein Flugzeug starten, habt eine einigermaßen funktionsfähige Staatsverwaltung, ein Krankenhaus, eine Altersversorgung, gute Ausbildung. Was haben wir? Wir wollen das alles noch aufbauen. Das heißt, wir bestehen auf Wachstum. Wir sind nicht der Meinung, dass es besser ist, langsam zu sein, sondern wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, schnell zu sein. Und es sind auch sehr häufig Länder, in denen nicht wie bei uns die Mehrheit der Menschen alt sind, sondern es sind Länder, in denen in gigantischer, dramatischer Zahl die Mehrheit der Menschen jung sind. 70-80% der Menschen unter dem 30. Lebensjahr gibt es in anderen Ländern. Die brennen darauf, ihre Probleme zu lösen, zu entwickeln. Und ich denke, dass wir unterschätzt haben, dass all das, was wir haben wollen, die meisten anderen auf der Welt noch anstreben. Und dass unsere Rolle dabei eine ganz andere ist. Das ist nicht die des Verlangsamers, sondern nach meiner Ansicht ist die Rolle derjenigen, die hier diese hohe Wissen haben, die gute Ausbildung, die gute Forschung, die gute Sozialinfrastruktur, das bereitzustellen, was es ermöglicht, den Planeten gesund zu halten, wenn alle so leben wollen wie wir. Und nicht sich hier hinzustellen und sagen, es dürfen nicht alle so Leute so leben wie wir, und deshalb verlangsamen wir das. Das wird nicht funktionieren. Aber wir haben natürlich enorme Kenntnis. Kerntechnik sicherer zu machen, wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, als sie in Deutschland abzuschalten, wenn das keiner auf der Welt außer uns macht. Wir haben uns getäuscht in der Frage, dass das eine Vorbildfunktion wäre. Da würde ich sagen, ich persönlich habe mich da nicht getäuscht, aber die Gesellschaft in der Mehrheit hat sich getäuscht und das ist weit über alle politischen Parteigrenzen hinaus. Und wir werden am Ende jetzt vielleicht mit schmerzverzerrtem Gesicht, aber zu CCS und CCU kommen, also zur Nutzung der abgespalten CO2-Komponenten, weil wir so schnell weltweit schon gar nicht, nicht mal in Deutschland, aber schon gar nicht weltweit, die CO2-haltige Produktion stoppen können. Aber wir können sie an den Schornsteinen fangen, damit der Planet damit nicht mehr. Also müssen doch eigentlich wir, weil wir technisch die entwickelsten auf der Welt sind, wir müssen die beste Technologie haben, um CCS zu machen. Das kann man der ganzen Welt verkaufen. Aber wir haben ein Jahrzehnt lang beschlossen, wir machen da gar nichts. Und wenn man sich heute anschaut, gibt es viele Länder auf der Welt, die eben eine bessere Ausgangsposition haben. Also diese Einstellung, wenn wir mal unser Leben betrachten, dann muss es nicht mehr so schnell gehen, ist eine Einstellung, die global gesehen nur sehr, sehr wenige Menschen und sehr, sehr wenige Länder haben. Und nach meiner Einschätzung hat die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland das unterschätzt.
Und nach meiner Ansicht hat Politik und wirtschaftliche Elite, die gehört da auch dazu, es nicht geschafft, die Aufmerksamkeit darauf in einer Weise zu lenken, dass die Bevölkerung es wert gefunden hätte, diese Anstrengung und dieses Risiko einzugehen. Und das lernen wir gerade. Und dieser Prozess ist halt schmerzhaft, je schneller er gehen muss, um wieder den Anschluss zu gewinnen. Und er wäre einfacher gewesen, wenn wir durch diese Phase nicht gekommen sind. Aber jeder in jeder Familie, in jedem Verein, in jeder Firma weiß, wenn man immer alles zum richtigen Zeitpunkt gewusst und gemacht hätte, das wäre ziemlich genial. Das klappt nicht. Wir sind da nicht am Ende aller Zeit. Wir können das korrigieren. Aber wir müssen halt lernen, dass wir es korrigieren müssen. Und wir müssen es dann korrigieren im Wissen, dass das ein bisschen anstrengender und schmerzhafter ist, als es gewesen wäre, wenn wir es zu einer anderen Zeit gemacht hätten. Ja, Herr Koch, kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Eine Frage habe ich noch an Sie. Welche Überraschungen, sowohl positiv als auch negativ, erwarten Sie jetzt in diesem Jahr noch in Deutschland? Also was könnte uns wirklich überraschen, wenn wir am Jahresende zurückblicken? Also in den kurzen Dimensionen erwarte ich gar nicht so viele Überraschungen. Da weiß man, wir haben leider Gottes eine Regierung, von der man nicht genau weiß, wie lange sie noch da ist. Und auch nicht genau weiß, ob das gut oder schlecht ist. Und das ist eine sehr bedauerliche Situation. Aber das ist jetzt nicht so, sozusagen, so makroökonomisch. Ich glaube, dass wir auch in den nächsten Jahren sehen werden, dass in Deutschland sehr viel mehr kreative Menschen Problemlösungen anbieten. Es kommt immer mehr ja aus allen Ecken, wenn man sich sieht, was auch an neuen Startups und Ideen ist, wie auch große Industrien Anpassungsprozesse nachvollziehen, dass wir sehen werden, wir sind nicht am Ende unseres Wissens und unseres Könnens. Und wir werden in der politischen Welt auch sehen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, aber die Bevölkerung sich auch verändert und etwa die Bedrohung durch Russland, die auch ich persönlich vor 15 Jahren so nicht mehr für möglich gehalten hätte, wird unseren Blick verändern, unsere Bereitschaft, uns zu verteidigen, verändern und wird auch die Wertschätzung unserer Gesellschaftsordnung, unserer Freiheit verändern. Das alles passiert in den nächsten Monaten und Jahren. So auf dieses Jahr bezogen, wo kommt der schwarze Schwan um die Ecke geschwommen, bin ich da eben eher zurückhaltend. Und ich glaube, selbst das, was den Markt, die Börse besonders interessieren muss, also wie entwickelt sich Zinsen oder anderes, bewegen wir uns inzwischen in Margen von, naja, gibt es 4 Kürzungen um je 0,25 oder gibt es 5 oder gibt es 6, gibt es in diesem oder nächsten Jahr, spricht nichts dafür, dass die Zinsen nicht gesenkt werden, spricht nichts dafür, dass sie erhöht werden, spricht aus meiner Sicht manches dafür, dass sie langsamer gesenkt werden, als mancher sich wünscht, der Kapitalanleger ist. Aber das ist jetzt nichts mehr, was in der Dimension von großer Überraschung ist. Und ich glaube im Augenblick, dass wir auch ökonomisch nicht in einer Situation sind, wo der große Crash bevorsteht. Jedenfalls nicht im nächsten Jahr. Da noch kurze Nachfrage. Warum denken Sie, dass es deutlich weniger und langsamere Zinssenkungen gibt, als sich viele Anleger hoffen? Na, also die einfachste Antwort darauf ist, man muss die Protokolle der Notenbanken lesen. Dann sieht man eben, dass diejenigen, die schon im März geglaubt haben, es gibt Senkungen an keiner Stelle, weder in Amerika noch in Europa, davon irgendetwas sehen konnten. Und ich glaube, die Notenbanken sind gut beraten, sich genau anzuschauen, welche Elemente der Inflation und die Aufgabe von Notenbanken ist, Geldwertstabilität zu sichern. Punkt. Welche Treiber es für die Geldentwertung gibt. Und dann hat man jetzt zunächst einmal geglaubt, das sind die individuellen Krisen, also von Ukraine bis Covid. Und ich glaube, man hat ein Stück unterschätzt, dass sozusagen in einer weltweiten Transformation, in der wir uns zweifelsfrei befinden, Kosten entstehen, die durchgerechnet werden müssen. Und man hat im Augenblick auch, das sehen wir ja selbst mit der hohen Streikdichte, die wir jetzt in Deutschland haben, noch nicht vollständig unter Kontrolle, in welcher Weise sich Produktivität und Lohnentwicklung zueinander verhalten werden und was das für Bedeutung für einen Inflationsdruck hat. Und solange man beiden Punkten nicht sicher ist, muss nach meiner Einschätzung eine Zentralbank eher zurückhaltend sein, weil eine Zentralbank darf Fehler machen, aber nicht jeden Tag einen anderen. Sondern sie muss sozusagen eher einen berechenbaren Pfad erhalten. Und die Zentralbank war sehr spät, alle Zentralbanken, hier bei die europäische insbesondere, waren sehr spät bei der
richtigen Einschätzung des Inflationsdrucks, haben dann sehr massiv die Zinsen erhöht. Sie können jetzt nicht im Zickzackkurs aus den Zinsen herausgehen, sondern sie müssen zum richtigen Zeitpunkt den Pfad in eine realistische Verzinsung gehen. Und zwei, drei Monate zu langsam zu sein, aber dann einen berechenbaren Pfad zu haben, wäre aus meiner Sicht jedenfalls ein deutlich besserer Ratschlag, als hektisch zu sein. Und zurück zu den Protokollen auf dem Marktausschusses in Amerika oder den Kommunikationen der EZB ist mein Eindruck, dass im Augenblick jedenfalls eine sehr solide Zahl von Notenbankgouverneuren in der ganzen Welt sich so verhalten wird. Und deshalb, ja, wir werden Zinssenkungen sehen, aber unhektisch. Und nicht so, dass daraus die Spekulation blüht. Mhm. Aber das ist die Meinung eines sozusagen Menschen, der gelegentlich ein bisschen durch diese Welt wandert, aber ansonsten keine besondere Berechtigung zur Kompetenz hat. Verstehe. Eine allerletzte Frage, dann war es das aber auch. Wir wollen Ihre Zeit auch nicht zu sehr beanspruchen. Nur weil Sie es angesprochen haben, denken Sie denn dann, weil im Moment sind die Märkte, Aktienmärkte ja schon bullisch unterwegs, DAX hatte ein neues Rekordhoch vergangene Woche gemacht, werden die Märkte Ihrer Meinung nach, Ihrer persönlichen Meinung nach, trotz dann der länger wohl höher bleibenden Zinsen weiterhin gut laufen? Also ich glaube, dass die Akteure des Marktes inzwischen einen im Großen und Ganzen realistischen Blick auf die Zinsentwicklung haben, sodass daraus denke ich, sozusagen nicht dramatische Veränderungen sind. Trotzdem sehen wir, dass wir natürlich schon jetzt auch einige Sektoren haben, in denen die Hitze schon ganz ordentlich geworden ist. Das heißt, wir werden in Zukunft auch wieder Korrekturen sehen an der einen oder anderen Stelle. Wenn man den Tech-Markt ansieht, dann ist das einer, der immer wieder anfällig ist, auch für eine Korrektur, weil die Erwartungen zu hoch waren. Das wage ich nicht vorauszusagen. Ich würde aber prognostizieren, dass wir daraus nicht in eine Wirtschaftskrise geraten. Für eine Wirtschaftskrise gibt es im Augenblick jetzt auch keinen richtigen Anlass. Und man muss ja auch sehen, wir Deutsche haben ein paar besondere Probleme. Die Europäer sind ein bisschen von uns infiziert und haben diese Probleme. Aber wir können uns nicht in der ganzen Welt verstecken. Wir sind schlechter, wir sind im Wachstum im Augenblick schlechter. Heißt aber, bei anderen ist durchaus ein signifikantes Wachstum. Das heißt, die Märkte haben auch Entfaltungsraum. Solange da keine andere katastrophale Stimmung entsteht, durch irgendwas an neuen Auseinandersetzungen auf der Welt, glaube ich, dass wir da jetzt keinen Anlass haben, ganz tiefe Abbrüche zu sehen. Wer sich in dem Kapitalmarkt bewegt und glaubt, es geht immer in eine Richtung, ist an der falschen Adresse. Aber das gesagt haben, glaube ich, dass wir jetzt nicht in einer Situation sind, in der wir auch an der Stelle noch den Untergang kurz bevorstehen sehen müssen. Ja, herzlichen Dank, Herr Koch, für das sehr interessante und spannende Interview. Wir werden mal schauen, in welche Richtung es sowohl jetzt bei der Rente als auch wirtschaftlich dieses Jahr in Deutschland geht. Eventuell werden wir nochmal im späteren Verlauf des Jahres sprechen. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, alles Gute für Sie. Vielen Dank Ihnen auch. Und wie immer bleibt mir am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.